Hallo, heute haben wir den Stomp gelernt. Wahlweise wird er auch Shim-Sham genannt, weil er der charakteristische Schritt aus dem Shim-Sham ist. Ein Linientanz oder Line Dance von 1926. Und dass der ganz deutlich auf afrikanische Wurzeln zurückgeht, das werdet ihr gleich sehen. Okay, beim Stomp gehen wir mit einem Fuß nach vorne, schleifen wieder zurück, nach vorne und schleifen zurück. Wichtig dabei ist, dass ihr ein bisschen das Gewicht vorne habt und beim Zurückziehen bleibt ihr immer noch hier vorne. Und vor, schleift zurück, vor, zurück, vor, schleift zurück und vor, zurück. Genau, wir machen den ganzen den Ablauf so, dass wir haben rechts zurück, links zurück, zweimal rechts und links zurück, zweimal links.